Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Ja, heute gibt's wieder eine neue Map-Vorstellung. Diesmal die Nova Estancia. Eine Karte mit vier Verkaufsstellen, fünf Fabriken, Biogasanlage, Verkauf von Ballen, Holzhandel, Tierhandlung, also Tierhändler natürlich. Restaurant, Supermarkt und Pizzeria. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was das Ganze gibt. Vielleicht als kleiner Hinweis, diese Karte gibt es im Mod-Hub. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ich würde sagen, hier hat irgendjemand einen Vogel. Hier piept es nämlich ganz gewaltig. Und hier wird scheinbar irgendwie auch gerade ein Rennen gefahren, weil der KI-Verkehr hier ist nicht langsam. So, hier haben wir irgendwie so einen komischen Wassertümpel. Also könnte ruhig ein bisschen mehr Wasser drin sein. Ja, KI-Person, KI-Verkehr ist auf jeden Fall am Start. Und ja, man sieht hier, wir haben hier diesen braunen Sand. Was wir ja normalerweise so aus diesem südamerikanischen Stil her kennen. Und ich muss sagen, das schaut hier doch echt interessant aus. Hier drüben sieht man auf jeden Fall mal den Händler. Und wenn wir uns hier mal gerade rüber bewegen, sehen wir auf jeden Fall auch ein paar Fahrzeuge. Und da kommen wir natürlich zum ersten Punkt hier. Der Fahrzeugcheck. Und damit fangen wir wie immer einmal kurz an. Ich würde sagen, wir halten das jetzt mal ein bisschen kürzer diesmal. Ich klicke einmal nur kurz durch, was wir so Schönes haben. Von den Traktoren her. So, das war einmal zu viel. So, da haben wir noch einen schönen Fendt. Mähdrescher haben wir schon gesehen mit Schneidwerk. Ja gut, das Vehikel könnt ihr euch sparen. Dann hier den Krampelkipper, einen Pflug und Sämaschine. Damit sind wir auch schon relativ kompakt durch. Wir machen mal hier erstmal einen Abflug, würde ich sagen. Anschnallen und los geht's. Gucken wir uns das Ganze von oben an. So schlecht schaut das doch gar nicht aus hier. Hier so eine schöne kleine Stadt mit der Kirche im Dorf. Man sieht also hier auf jeden Fall schon mal einige Produktion bzw. dann auch Abladestellen. Und ich denke mal, wir können uns hier auch direkt die Karte anschauen. So sieht das Ganze aus. Wir haben wieder mal einmal Let's Do It Yourself. Bau dir deine eigene Karte. Es gibt hier, wie man sieht, schon ein paar vordefinierte Felder. Und dann gibt es hier die Bereiche, die man kaufen kann. Der Bereich hier oben, der gehört dir schon mal als neuer Farmer. Preislich, ihr braucht ein bisschen Kleingeld, um euch das leisten zu können. What? Holy shit. Das kostet mal eben fast 29,5 Mille. Puh, das ist aber. Naja. Wer kann, der kann, ne? Aber gut, dann, wenn wir schon mal hier dabei sind, gehen wir mal kurz das ganze Menü durch. Da ist alles Standard. Jawohl, Standard verbaut. Fahrzeuge haben wir gesehen. Ställe haben wir keine. Feldmission gibt es auch nicht. Und Produktion habt ihr auch nichts. Also habt ihr so gut wie nichts. Ja. Dann, wie gesagt, einmal kurz den Überblick auf der Karte. Hier oben den Händler haben wir gesehen. Dann haben wir hier die Pizzeria als Verkaufsstelle,
Supermarkt und Restaurant, ebenfalls Verkaufsstelle. Hier gibt es eine Kalkstation. Da haben wir den John's Farmers Market, auch Verkaufsstelle. Müslifabrik könnt ihr Waren herstellen. Tankstelle. Oh, als auch Einkaufszentrum gibt es als Verkaufsstelle. Hier unten der Viehhandel. Spinnerei ist mit drauf, Bäckerei ist mit drauf, Ölmühle ist mit drauf, Molkerei ist mit drauf. Dann haben wir hier den Verkaufspunkt Getreidespeicher. Hier die Biogasanlage, Sägewerk und hier Gesteinsbrecher und Feed and Grain South. Ja, damit ihr euch auch was drunter vorstellen könnt, machen wir hier mal kurz den kleinen Überflug. Wir schalten mal einen Gang etwas höher. Gucken uns das mal an. So, von hier aus schaut es auf jeden Fall sehr interessant gemacht aus. Was ich jetzt von hier aus sehe, sind vielleicht vereinzelte Bäume, die so ein bisschen über die Fahrbahn ragen, was mit größeren Maschinen ein bisschen problematisch werden könnte. Ja, aber auf jeden Fall sind für die verschiedensten Spielmöglichkeiten hier gegeben. Biogasanlage. Also irgendwie hat das schon was mit diesem, mit dem roten Sand. Auf jeden Fall ein ganz anderer Kontrast. So, okay, hier hört die Straße mitten irgendwo auf. Hätte man vielleicht etwas angenehmer lösen können. Ja, was sieht man hier sonst? Sonst sieht man komplett hügelige Landschaft. Könnt ihr euch eure Bereiche selber erstellen. Hier gibt es ein bisschen Wald. Ja, also ihr seht, ihr seid hier in der Gestaltung frei wie ein Vogel. Ja, also man sieht hier, das ist alles ziemlich gleich gehalten. Was wir uns nochmal angucken können, hier unten sind so Flächen vorgesehen. Das gucken wir uns da hinten mal an. So, und zwar ist das die hier, genau. Also eine eingeebnete Fläche, wo ihr auch entsprechend euch was aufbauen könnt, wie einen Hof oder dergleichen. Ja, und schon sind wir hier einmal um die Karte herum. Ja, so sieht's aus. Und ich gucke jetzt noch mal einmal in den Mod-Hub rein. Genau, die Karte ist für PC und für Konsolen, also für Konsolenspieler wieder etwas Neues. Und ja, wir haben hier ungefähr 160 Megabyte an Größe. Was wir uns natürlich noch gerne anschauen können, das machen wir gleich natürlich zum Schluss wie immer, die Lok. Aber es wurde ja der Wunsch geäußert, hier das Baumenü mal kurz reinzugucken, was wir denn hier beim Landscaping mit drin haben. So, hier können wir malen. Waldboden, also das sieht eine ziemlich
nach Standard aus. Okay. Also da ist jetzt nicht so viel Dekoration, jo. Laternen. Gut. Da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ihr könnt alles noch setzen, was ihr euch noch setzen wollt. Verkaufsstationen, Gewächshäuser, Plantagen. Jo, also, das haben wir uns mal im Schnelldurchlauf angeschaut. Und jetzt kommt das Interessante, die Lok, wie immer. Aber ich denke mal, da dürften wir keine allzu großen Überraschungen erleben. Jedenfalls hier, was man im Singleplayer so sehen kann. Jo. Also, das sieht mir ziemlich nach einer fehlerfreien Lok aus. Wie gesagt, im Mod-Tab erschienen, Link unten in der Beschreibung. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt da gerne rein, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr das ja auch schon einmal angetestet, angespielt. Und ja, vergesst auch nicht, den Button zu drücken für die Glocke. Dann erfahrt ihr, wenn es hier immer eine neue Map-Vorstellung gibt. Und wir würden uns natürlich auch wie immer freuen, wenn ihr ein Däumchen da lasst, als kleine Wertschätzung für dieses Video hier. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.